Konzentriere dich, um Gegenstände in deiner Nähe zu finden. Drücke RB, um sie Fähigkeiten einzusetzen. Ah, okay. Alles ist uns immer gereicht. Ach so, warte. Da waren wir ja schon. Jetzt wieder ins Verlies zurück. Ja, der Weg ist halt so gesehen für uns gerade für den Arsch. Das heißt, wir sehen, was wir klauen können. Ja, gut, das war gut. Warte mal, kann man den sonst noch quatschen mit den Jungs? Mal gucken, was die noch brauchen. Wie haben wir denn da auf der Liste? Um Mitternacht am 10. Tag werden wir in einer mondlosen Nacht unsere Kontaktpersonen in der Pyrumshafen treffen. Ihr habt der Große, den Schmuggler. Er wird im Ufernähe in seinem Ruderboot auf uns warten. Wir brauchen einen Diebesflügel, um ihn zu finden. Verstehe. Wir mussten uns auf dem Weg hierher loswerden. Wir benötigen sie in der Krabbenstallung unten im Hafen geworfen. Direkt. Seeboogie QQ, direkt ins Blickfeld der Wachen. Schau mal, ob du sie finden kannst. Er ist zurück, tut mir echt leid. Wir haben ihn doch nicht hier, haha. Ja, ich bin im Aufnehmen, genau. Richtig. Ich will die Zuschauer auf YouTube nicht mit meinem Face penetrieren, ne? You know? Bin ja aber. Ist gerade ziemlich langwierig, das Spiel, was ich zugebe. Sieh die Papiere durch. Haben wir das dann jetzt schon gemacht? Ich frage ja nur. Schon ziemlich viel Text manchmal. Ja, nur Fragen. Karte, okay. Andere Karte, okay. Könnten die bei diversem sein? Ich habe jetzt alle durchgeguckt. Süß. Ich check die Missionsaufgabe nicht. Ich habe der Wache Papiere gestohlen? Okay, wüsste ich aber was davon. Die Reise des Baten, stürmische Gewässer, Verlieskarte, verschlungene Herzen, Portsgam, Ballertransporter, Körper des Schiffes, sank innerhalb der Hafenmauern, Streitreiben am Kai 5 zwischen Cruise, der Spitzmaus und Wiesel, 13 Festnahmen, Belkai, kleinere Vorfälle von Diebstahl gemeldet, keine Festnahmen. Pyrumshafen, kleinere Schmuggelaktivitäten gemeldet, zusätzliche Nachtpatrouillen empfohlen. Burgdurin, Martin, Quarantäne, Martin auf weitere ein. Was? 21 Tage verlängert. 19 neue Fälle von Lasserfieber gemeldet. Trommel, Patrouille, Burg. Hä?
Werkzeuge, Kleidung, Nahrung, auch ganz nett. Bücher haben wir nichts, also Schlüssel. Bukduri, was ist okay. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich nicht weiterkomme, dann muss ich echt googeln. Es tut mir leid. Bin ich vielleicht zu blöd dafür? Ich weiß es nicht. Wir fragen ihn, Rodo. Selfie ist ein merkwürdiges Regensymbol, bedeuten. Ja, hier. Bin ich sicher, was das Symbol bedeutet. Eine Art Code vielleicht. Die Zeit sieht aus wie eine Koordination auf einer Karte. Mein Karte befindet sich versteckt. Hat ja eine Kerze, wenn du die Karte durchsiehst. Vielleicht verstehst du dann, was ich meine. Ach komm, verarsch mich nicht. Echt jetzt? Ich hab ein harter Troll. Uff. Okay. Was für ein Ring zum Teufel? Eine silberne Scheibe, die allen Mitgliedern der Rattenmacher angehängt wird und in der Narbe trägt. Enger wird das mit dem Obolus, lassen sich die entdeckten Überreste Tyrus-Folge zuordnen. Dem Wärter der Burg. Okay. Das war zu viel. Goldklumpen. Was für ein Ring, Alter. Feuerschein. Okay. Problem, sie brauchen halt noch einen Schlüssel oder so. Das ist jetzt eine größte Grab, die wir haben. Und da struggles bei mir gerade. Ich wüsste nämlich nicht, wo wir jetzt noch weitermachen sollten. Muss ich echt zugeben. So schön das Spiel auch ist, aber ja. Ne? Merkst du gerade. Kann das ja natürlich, dass man eventuell etwas mit den Freaks reden müssten. Aber wir gehen mal hoch in die Küche und reden mit der Alten. War auch möglich. Was ich mal halt abfuck, wir sind ist ja jetzt so grad langsam, ne? Uff. Hallo. Ich überlege gerade nur mal, wo es nochmal hinging, ne? Zur Oma. Vielleicht müssen wir jetzt da lang. Oder? Da habe ich was angezündet. Ah, stimmt, da ging's raus. Okay. Da ging es da zu Oma hoch. Einen anderen Weg müssen wir gerade nochmal gucken. Das ja, weiß ich nicht. Weiß ich mehr, wie wir auf Nordcover sonst wo hinkommen, ne? Hörst du das? Recke, gerade von Juva verlegt. Nun gut, jetzt bist du ja hier. Der Kommandant hat angeordnet, dass jemand zur Essenszeit hier Wache hält. Zwei Wachen sind letzte Nacht in der Krankenstube gelandet. Eine Wette, wer von ihnen mehr Messerstiche aushält. Jeder ein, wie es sich herausstellt. Ihr habt Gelage, Schlägerei. Wetten, Raub, hier geht's richtig gut zur Sache.
Tja, du hast vorhin eine Essensschlacht verpasst. Soldat Eingar wurde mit einer frischen Möhre niedergestochen. Okay. Mambo Brick. Alles ruhig hier. Okay. Das ist gut, wir können dann von denen ja Infos erhalten. Das ist immer so dumm. Oma! Sieh dich einfach herum, mein Herz. Komm rein. Eine Knorpelbrühe. Möchtest du probieren? Kannst du das abkühlen? Aber erinnere mich daran, dich kosten zu lassen, bevor du gehst. Nur Grünlinge, 2 für Trüffel. Boah, nee. Möhre, Hase, Apfel, Eicheln, Pilze, nö. Wald mal lieber, entweder dort oder irgendwo am Nordhang. Okay, danke schön. Bruder! Bruder Ratte, was ist los? Hat er einen Schlüssel? Ach. Ja, der wollte ja wetten, stimmt. Das können wir halt hier gar nichts machen. Da drin war die Speisekammer oder geht's auch nirgends mehr hin? Da hat man einen Schlüssel gefunden. Wie viel Speisekammer? Hat du einen Schlüssel? Oh, tatsächlich. So, danke. Tschüss. Ich muss die ganzen Ratten abklopfen, ob die Schlüssel haben. Feldkästenschlüssel. Leute, wisst ihr, was das heißt? Grinding is on point. Müssen wir kurz raus. Dann links. Dann rechts. War das richtig? Ich glaube schon. Kann man abkürzen? Ja, ich glaube, das geht. Haut mich nicht, wenn es nicht stimmt, ne? Ich bitte echt drum. Ich habe keine Ahnung, hey, was ich hier tue. Ich habe jetzt den komischen Schlüssel gefunden für die Feldkiste. Schon mal etwas. Vielleicht finden wir da irgendwelche anderen Keys dann noch. Das müssen wir halt mal abwarten. Wir müssen auf jeden Fall jede Ratte ausrauben, die wir finden. Du weißt ja nichts mehr, ne? Mr. Feld. Ja, mach doch mal Platz hier, Digga. Ich bin halt ein Gerät. Ich muss hier durch. Warte mal, hat der eigentlich einen Schlüssel? Haben wir gerade überprüft. Ja, noch ein Taschentuch. Gönn dir. Jetzt können wir das mit Feldkisten ausrauben. Ich finde die zwar immer noch nicht, warum man mit einer Klimperrüstung. Oha. Hafe nicht gefrieren. Krass. Warte mal, das war nicht da, das war der Weg. Genau. Können wir die Fellkisten ausrauben? Mal gucken, was hier so schönes, feines drin befindet, ne? Das sind ja nur Fragen. Was habe ich denn gerade für einen Schlüssel gefunden, Mann? Will ich mich verarsche? Feldkiste einer Wache. Ah, das kann irgendeine Kiste sein. Okay. Ist ja interessant. Okay. Bereits aufgefüllt. Nachtdöp.
Kann ja nur noch die hier sein, meine ich. Jo, ist leer. Really? Ich hab mir den Arsch aufgerissen. Was damit? Na, der hat halt auch nichts am Start, ne? Der Bruder hier. Ich kack den mal voll hier. Stört ihn aber nicht. Ist der dumm? Sonst hast du nichts am Start, oder? Nö. Ja, guck mal kurz mal, bei dem Flick hat der noch was. Da hat er nur ein Taschentuch. Motivation ist am Arsch. Sag mal, vielleicht hat der noch was, der ist nicht aufgewacht. Wir werden jetzt berichten. Merkwürdig, irgendein Spitzig hat der Jerbus-Tuch mit seinen Waffenfarben gestohlen. Schnatter einer Ratte. Nö, was? Man kann halt Infos von denen rausholen. Aber die bringen uns jetzt gerade mal gar nichts. Schublade ist leer. Super. Man könnte viel Schwerter mitnehmen, die gerade abstechen. Wir können dem ganzen Leid ein Ende setzen, aber nee. Ich weiß nicht vorhin, muss ich echt suchen, aber. Little bit überfragt. Vor allem, wie kommen wir auf den Nordhang? Kann auch sein, ich habe es übersehen, wir müssen dann nochmal in die Grünfläche da rein. Ich überlege gerade, wie wir da nochmal hinkommen, ne? Also. Bitte Geduld. Da ging es nicht lang. Das ist halt echt ein kranker Irrgarten hier, das ist so übel. Hallo. Und dann sind wir auch schon, haben alles leer gelootet. Wo ging es eigentlich hier lang? Hier ist leer, da ist auch nichts. Ich schaue mich hier einfach gerade mal um, ein bisschen zur Orientierung. Achso, stimmt, da ging es wieder zur Oma hoch. War ja der andere Freak, der Schrank. Cool, ein paar Stücke mitgenommen, läuft. Hi Bruder. Hallo, ich wollte mit dir reden. Der Tag zieht sich, ich könnte ein bisschen Abenteuer gebrauchen. Drei Passierscheine sind verschwunden, wusstest du das schon? Spitzgesicht. Urlaubstage für dieses Mal gestrichen, ich werde aber wieder was auf meines Sohnes verpassen. Okay. Dann gehen wir mal da geradeaus und gucken mal, ob wir da noch was hätten. Ah, da geht's nur dahin, okay. Ich habe auch schon beklaut, ne? Halt, warte, hat er noch was? Gehen wir nochmal zurück? Nee, wir laufen erstmal noch da lang. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen, ich weiß es nicht. Da oben waren wir. Ich guck mal kurz noch rein. Da jetzt weg ist, kann man unsere Klamotten ändern, ey. Echt, du.
Katzenhammer. Hier ist auch nichts mehr. Warte mal. Muss nur mal gucken, dass der eventuell was hat, was wir noch klauen könnten von dem. Oder wir reden mal mit dem, vielleicht hat er Infos sogar für uns. Auch praktisch. Problem ist ja gerade langsam. Bruder! Warte! Oh Gott! Nee, das ist kein Schlüssel. So eine Scheiße. Bin enttäuscht von dir, geh weg. Gehen wir mal hier lang. Achso, eine Grenze, so da, der Weg eigentlich. Wie geht's mit dem anderen Vogel? Wir müssen schauen, ich, ja, keine Ahnung. Da kann man jetzt nicht lang mogeln. Aber da geht auf jeden Fall auch ein Weg lang. Da kann man nur nicht hin, gerade wie es aussieht. Ja, und jetzt? Hier können wir auch irgendwo was, aber... Spitzhacke oder so können wir? Stöcke, Flaschenzug, nee. Kann auch sein, wir können da nichts machen, weil wir gerade die Rüstung anhaben. Wäre auch möglich. Hast du Schlüssel? Nö, die hier komplett blank gezogen. Okay. Das war noch so eine Hoffnung, dass der was hätte. Das war was für ein Weg. Ah, ja, ich glaube, ich weiß wieder. Da kommt man zum Garten raus. Ja, da. Ja, ist der Garten. Der Garten ist Dreh- und Angelpunkt von einigem. Problem ist, uns fehlt der Schlüssel für die Waffenkammer unten. Und da der den nicht hat, ist die Frage, wer den hat. Und wo man das, wo wir den herkriegen vor allem. Was? Ja gut, das wusste man ja. Die Kiste war mal auch schon dran. Ja, komm mal da nicht rein, weil der Key fehlt. Wer hat den? Nicht berühren oder schütteln, niemals alleine transportieren. Lunte mit Kerze oder Feuereisen entfachen. Mit Vorsicht verwenden. Alle Fragen bei Brissa.
Was können wir mit dem Feuerstein machen? So, jetzt haben wir ihn ausgerüstet, denn du? Hat denn was zum Sprengen, aber wir können nichts mit anfangen. Ich habe den wahrscheinlich so viel zu selten bis jetzt benutzt. So, dann kommen wir wieder ins Burginnere. Hier haben wir schon bemobbt, ist ja noch ein Taschentuch. Können wir vielleicht die Dinger damit fahren? Frage nur. Ich weiß nicht mehr, was wir tun sollen. Nö, geht nicht. Okay, scheint eine blöde Idee zu sein, das kriegen die wahrscheinlich mit. Ah, das ist noch Getreide, okay. Klar, wir haben Mission, das ist logisch. Ich ziehe die Papiere durch, aber welche Papiere zum Fick? Ziehe die Papiere von der Wallwache, hab ich ja. Finde geheimnisvollen Faustus und bitte ihn um Hilfe. Kehre zu wem zurück? Kommandanten zurück. Echt? Gar eine Quest. Rosen findet das. Grüße ist ein Vitalsflöte aus der Krabbenstallung unten im Hafen. Ja, muss ich erstmal da hinkommen. Gehen wir mal. Achso, halt, warte mal, ich gehe wahrscheinlich erstmal zu Kommandanten und sagen so: Hey, Bro! Digga! Ich hätte ja was. Ich glaube, der Weg war doch gut, oder? Ja, der ist ganz okay. Was haben wir denn? Oh, scheiße, das ist nicht mehr da. Können wir gleich zurück und bis um 6 Uhr morgens schlafen. Fuck. Das war jetzt gerade dumm, was ich gemacht habe, glaube ich. Keinen anderen Weg gehen, nehmen sollen. Du bist da hoch und dann nächste rechts, ne? Ja, pass mal auf, ich bin der Schnellste, aber ich bin flott. Nee, ich will immer noch kein Lithium, hab keinen Bock drauf. Jetzt erstmal schlafen. Legen die Scheißrex-Rüstung ab. Meine Fresse. Ist die nervig.
Du, Chef. Ja, okay, dann halt nicht. Geht's da hoch? Ist es egal. Schlafdauer 12 Stunden, andere Mission komplett aborted. So, irgendwann, dann machen wir jetzt einen Cut. Spiele ich das anders. Bin jetzt gerade ein bisschen ungeduldig heute. Was Ghost of the Tale betrifft. Tut mir echt fett sorry, aber ja. Heute ist nicht so mein Ghost of the Tale Tag. Ich weiß auch nicht. Ist mir als Maus ja schwer enttäuscht. Das denke ich für die Zuschauer mit dabei sein. Dann kommt ihr aber nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal bei Ghost of a Mouth. Ich bin raus. Mit Überbiss.